Ja, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. Und wir gegen Megalodon und wir haben nicht gespeichert. Wir erinnern uns noch dran. Und, das geht nicht gut aus, Leute, das sage ich euch. Trotz alledem müssen wir es wagen, jetzt mal gegen den Megalodon zu kämpfen. Es wird Zeit, erwachsen zu werden. So, damit legen wir jetzt Scheiße zurück, die wir nicht brauchen. Und zwar das Messer aktuell nicht, die Axt nicht. Okay, das passt natürlich alles nicht zusammen. Das ist auch alles voll? Nee, doch nicht. Okay. So, Hammer weg. Naja. Ich hoffe, wir treiben nicht davon, ne? Irgendwelches Gefühl, trotz Anker treiben wir immer weiter. Ist natürlich jetzt nicht so klasse, ne? So. Lampe weg. Ja, das. Ja. Mit dem auch sei. So, pass auf. Dann brauchen wir unsere Speere. Alle. 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 Und gucken wir mal, was wir da oben noch haben. Speere. Alle. Okay, das war's. Mehr können wir nicht tragen. Und jetzt greifen wir auch direkt den Megalodon an. Oh Gott, das ist aufregend, Freunde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht getroffen. Der hat gesessen. Oh, ich habe Angst. Das ist er ja schon. Volltreffer. Oh. Ich hoffe nur nicht, dass er gegen unser Boot so bumst wie der Hai. Ich sehe ehrlich gesagt den Megalodon gar nicht, weil das Wetter jetzt auch total scheiße geworden ist. Die Tageszeit war natürlich wieder super unglücklich. Ich hoffe nicht, dass er sich regeneriert. Hallo, Megalodon. Hallo, kleiner Hai. Aber ich habe da ein ganz mieses Gefühl, Freunde. Wir müssen wahrscheinlich, ehrlich gesagt, warten, bis es wieder tags wird, ne? Wir haben jetzt 17:03 und es wird abends. Es wird schon dunkel. Man kann den Hai nicht mehr sehen. Wetten, der schwimmt die ganze Zeit permanent unter unser Floß rum. Das muss ich aber auch nicht irgendwie, ehrlich gesagt, rausfinden. Weil so scharf darauf bin ich eigentlich nicht. Aber es wäre natürlich wieder typisch, ne? Ehrlich gesagt, traue ich mich auch gar nicht runter zu jumpen. Eins ist klar. Und so klappt das nicht. Der ist unter unser Floß. Das ist total kacke. Wie kacke das einfach ist, Leute. Das ist einfach mega Oberkacke. Aus dem ganz anderen Grund, wie kommen wir denn da jetzt hin? Warte mal, wir fahren aber mal 2 Zentimeter weiter. Immer unter unser Floß. Das ist so Oberscheiße einfach. Könnte man auf den Narwal raufhüpfen? Ich will das ehrlich gesagt gar nicht riskieren. Ich meine, der Megalodon ist nicht umsonst der Megalodon, ne? Mich ätzt das bloß an, dass es gerade nachts wird. Wir müssen die Nacht abwerten, Freunde. Das nützt alles nichts. Also, sehen uns gleich. So, da sind wir wieder zurück beim Megalodon. Oh. Er hat uns wiedererkannt. Der hat gesessen. Aber wo ist die Lebensanzeige von ihnen? Jetzt taucht er bestimmt die ganze Zeit wieder unter mein scheiß Boot rum, ne? Das finde ich nicht gut, wenn er das macht. Weil es ergibt so keinen Sinn. Freund, das ergibt so keinen Sinn. Und so können wir nicht weiterkommen. Die Frage ist, wie sollte ich das denn sonst machen, ne? Bisschen. Was? Nein, okay, gut. Da ist schon mein Handy klingelt gerade. Die Verführung ist da, mal auf den Wal raufzuspringen, ne?
halte das aber allerdings für eine sehr unkluge Idee. Aber er verschwendet, der versteckt sich andauernd, der Megalodon. Was bringt mir der Megalodon, wenn er sich hier genau unter meinem Fluss aufhält? Ich habe das eine sehr... Gut, wir haben gespeichert. Ich habe da eine sehr dumme Idee. Wenn wir hier eine dumme Befürchtung, dass wir durchglinschen werden. Aber wir machen es einfach. Oh, super. So, Megalodon, wo bist du jetzt? Unter dem Wal oder was? Oh Gott! Fuck you! Das war wohl so geplant. Er hält sich die ganze Zeit dort auf. Aber wieso hält er sich die permanent unter dem Fuß auf? Das machen wir nicht allzu oft. Na gut, hier geht's noch einigermaßen. Keine gute Idee, keine gute Idee, keine gute Idee. Oh! Wieso gehen wir nicht da hoch? Alter, das ist super gruselig, Mann. Scheiße. Das ist ja. Noch ein schöner Treffer. In den Megalodon-Arsch. Das Nervige daran ist einfach nur, dass der... sich immer hier unter dem Fluss versteckt. Und wartet, bis wir wieder hier rauskommen. Oh nein. Alter, hoch. Oh ja, als ob, ne? Jetzt hat er es gemacht. Wow. Und da verschwindet der Pinner immer wieder. Lebensenergie bringt, also wegnehmen nimmt mir das fast gar nicht. Alter. Mir. Das Problem ist eben halt einfach, dass der hier zu viel unter meinen Fluss abhängt. Dieses hässliche Mistviech. So, jetzt ist er schon wieder unter meinen Fluss, ne? Warum wird das denn jetzt so wellig hier auf einmal alles? Boah. Ich sehe krank gleich. Megalodon, komm raus, wo immer du steckst. Also lebenstechnisch killt er mich damit gar nicht. Aber ich muss auch nicht ausprobieren, bis es denn soweit ist, ne? Der hat gesessen. Wow, 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 der hat mich, der hat mich, der hat mich. Oh, 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 lass mich los. Wohin hat er mich ganz hingeschleppt? Oh, Alter, wo er mich ganz hingeschleppt hat, einfach. Oh, gruselig. So, wir bluten. Haben wir noch ein Seil da? Jupp. Stoff. Jupp. Kann ich jetzt nicht hier hinlegen? Ich habe mir gerade vorgestellt, es glitscht durch einfach. So, Arschloch. Kannst mir gar nichts. Solange ich nicht tot bin oder so. Ich glaube, wir haben keine Schüsse mehr drauf. Oh, Kacke. Oh Gott, den Megalodon. Ne? Na gut. Auf einmal taucht er dann so weit weg. Natürlich, um so einen Mega-Angriff zu machen gleich. Wo ist denn jetzt wieder hin? Man hört ihn noch, man sieht ihn nicht.
Wo bist du? Und dann greift er auf einmal an, ne? Dann auf einmal ist er da und dann ist er wieder weg. Mann, du Pisser. Es ist so anstrengend einfach. Man muss ihn irgendwie aus dem Wasser rauslocken, also unter dem Fluss weglocken, um ihn dann wieder angreifen zu können. Oh, das wackelt aber hier häufig. Gleich sehen. Als Optiki. Er macht mir aber kaum Damage, ne? Das ist irgendwie richtig gut. Aber das gefällt mir eigentlich. Das Problem ist eben halt, so auf Dauer ist die Methode auch ziemlich destruktiv, ne? Das ist ja schon. Er erwischt mich nur dann, wenn ich hochgehe. Jetzt muss er immer um diesen verdammten Scheiß-Dings rumschwimmen, hier um den Wal. Und dann taucht er wieder ab. Oh, Alter! Hoch! Das ist scheiße, ey. Das gefällt mir gar nicht. Vor allem, wie lange soll der Kampf denn gehen? Wir haben jetzt 12.56 Uhr. Gleich wird es wieder dunkel. Kein Problem. Wo ist der denn hin jetzt? Jetzt hat er uns hier eingekeilt dazwischen. Shit, Mann. Komm raus. Wo steckst du? Unser Boot geht langsam unter, habe ich das Gefühl. Scheiße, wir haben gleich ein richtig großes Problem. Der hat unser Boot unter dem Wal gekeilt, Alter. Wie ist das möglich, ey? Oh, jetzt treiben wir genau drunter, genau mit Vollgas. Jetzt haben wir echt ein Problem. Er bringt unser Schiff zu versenken. Das ist ja Wahnsinn. Was stimmt mit dem Megalodon nicht? Das wäre jetzt wieder so bombastisch, dass man hier nicht mal den scheiß Hai mehr sehen kann. Im Wasser. Speerschleuder, habe ich da gerade noch einen Speer gefunden. Das ist einfach ätzend. Na, Whitey, wo bist du? Oh mein Gott, Freunde, ihr glaubt es nicht. Er hat uns wirklich dort eingekeilt. Wir werden sinken hier. Ja. Als Optik-Line.
hat wehgetan. Mir selbst, hier live. Ja, das hat schon was verursacht bei uns. Blutungen. Scheiße. Wenn wir sterben sollten, werden wir den Heiler dabei mitnehmen. Mein Gott, es nervt, dass er sich nicht zeigt einfach. Das ist das Anstrengende von allen. Ich glaube, sonst wäre das, glaube ich, gar nicht mehr so schwer. Was war das denn? Was habe ich denn da gesehen? Nee, das war noch mein Segel, ne? Ich muss den anlocken, ne? Zahlt es nicht. Das Wetter wird wieder astrein gerade. Oder wird es einfach nur nachts wieder? Scheiße. Es wird nachts. Was soll ich denn auch machen? Was sollen wir dabei machen? Mitten in der Nacht. Mit dem Hai. Der sich uns nicht zeigen will. Wir müssen aufs Ganze gehen. Oder auch nicht. Oh, ich mach gar nicht wirklich, ne? Ich glaube, wir warten einfach bis es tags ist. Egal, ob wir verdorsten oder nicht. Jetzt ist natürlich der absolute Albtraum passiert. Der hat unser Boot komplett gedreht. Damit sind wir vollkommen im Arsch. Und er hält sich immer noch unter unser Boot auf, ne? Das ist ja auch das Problem. Er geht nicht weg. Na komm. Er hält sich trotzdem noch da unter auf. Das ist irre. Wir könnten jetzt nicht mehr weg, wenn wir wollten. Wir müssen das Ding jetzt zu Ende bringen. So oder so. Tauch auf, du. Au! Alter, habe ich mir das zu früh gewünscht, wa? Zumindest hat er uns hier unter schon mal befreit. Das ist schon mal was Gutes. Es nervt einfach. Warum hängt er unter dem Floß? Das ist einfach zum Kotzen. Oh, dann hat er uns gleich, ne? Trägt er uns davon oder was? Nee. Oh, komm hier nicht mehr hoch. Komm ich mal hoch. Wir werden für immer sterben. Jetzt werden wir echt sterben. Jetzt sind wir am Arsch. Freunde, der wird uns jetzt auffressen. Jetzt heißt es Mano a Mano. Einfach irgendwie rumpieken. Oh, scheiße, wir kommen hier nicht mehr rauf. Was soll der Scheiß? Damals kam ich immer da rauf. Wenn der Hai immer mein Boot gekentert hat, da jetzt sind wir drauf. Also über die Ecke müssen wir es machen. Hilft bloß alles nichts, wenn der Hai dann gleich wieder verschwunden ist. Das ist wie so ein. Oh, das ist ätzend einfach. Toll, jetzt hänge ich unter den Kadaver fest. Ich sehe nichts mehr, ne? Krasser Shit einfach. Das ist mein Dings. Oh, wir werden hier saufen, Leute. Wir werden hier einfach ganz eiskalt ersaufen. Das große Problem dabei ist ja einfach, wir müssen aktiv werden. Das ist das eben halt. Wir können jetzt nicht mehr nichts mehr machen. Wir verdorsten, wir verbluten alles. Und ich komme hier einfach auf dieses scheiß Boot nicht mehr rauf, ne? Alter, was macht er denn immer mit meinem Boot? Hat er wieder umgedreht. Dankeschön. Irre. Was hier passiert, Leute, ist irre.
sind aber noch am Leben. Und wir müssen weiterkämpfen, Leute. Es gibt kein Zurück. Er kommt auch nicht, ne? Das ist einfach super ätzend. Wo ist der Wal? Da hinten. Ja, find water, ja, du mich auch. Hier ist doch Wasser genug. Meine Fresse, wir haben ihn eigentlich schon fast tot. Uhrzeit. 22 Uhr, Alter. Leute, wir schaffen das nicht. Wir werden das hier nicht überleben. Auf gar keinen Fall, Alter. Wie denn auch? Wir müssen den Hai immer vorlocken. Und wir sehen ihn ja auch nicht, ne? Das ist ja auch so ein großes Ding, ey. Huh. Wir geben den Hai ja genügend Möglichkeiten, dass er uns angreifen darf, aber er macht es nicht. Ich versuche ihn wenigstens abzustechen. Natürlich. Wir sehen ihn nicht mal, das ist einfach... Es ist einfach kacke, wenn der sich die ganze Zeit dort nur aufhält. Noch geht's, alles gut. Kein Interesse mehr, oder was? Ist er weg? Da kommt. Wir werden hier sterben. Ganz klar. Die Frage ist nur wie. Ehrenvoll oder ehrenlos? Da wäre diese Insel, wo wir hin... Nee, warte mal. Ja doch, da wo wir hin könnten, um uns zu retten. Der Hai macht keine Anstalten, dass er sich sichten lässt irgendwie, ne? Er treibt sich die ganze Zeit immer unter uns rum. Das ist einfach zum Kotzen einfach. Das wäre aber auch einfacher. Muss ich auch mal sagen. Wenn wir da immer vom Floß aus, der Kreis zum Floß und machen ihn einfach so kalt. Das wäre natürlich sehr viel einfacher. Das Problem ist, man sieht ihn einfach null, ne? Das ist echt schwer. Ganz schwer.
Das ist mal dieses eine, die Rauten, die da oben sich bewegen. Einer von denen wird ja wohl der Hai sein. Und dann kreist uns ja irgendwie. Komm raus, du Arsch. Wir probieren die Nacht so rum zu. So, Freunde, jetzt müssen wir ganz gucken, ob es funktioniert hier, wie immer. Ja, okay, das funktioniert, ja. So, die Nacht ist rum. Erstmal, gerade eben. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir den echt kalt gemacht kriegen. Und bei uns sieht es gar nicht so gut aus gerade mit der Lebensenergie. Also entweder er oder wir, tatsächlich jetzt. Ah, wofür drücke ich diesen Knopf, ne? Das Problem, wo ist dieser scheiß Typ jetzt hin, ey? Es nervt mich schon den ganzen Tag irgendwie. Mann, Wasser wird doch mal blau. Ich will ihn sehen können. Wir müssen ihn anlocken, das nützt alles nichts. Irgendwie muss das was klappen. Schade, dass es nicht geklappt hat eben gerade, als ich Space gedrückt habe. Ja, wo ist er jetzt denn da? Mist, daneben. Mein bestes Speer geht einfach wieder daneben. Oh ja, komm. Hopp, hoch. Scheißdreck, ey. Muss doch irgendwo nochmal wieder auftauchen, irgendwie. Was sagt meine Uhr? Ja, es geht einigermaßen. So schnell macht er mich damit nicht kalt jetzt, ne? Doch, da ist er. Ja, Scheißdreck. Oh, es darf nicht sein, ne? Vor allem, das Wasser ist nicht blau genug. Und man sieht ihn im Wasser noch nicht. Oh, da ist er auch schon. Wir haben ihm gerade einen mitgegeben. Oh, er uns jetzt aber auch. Oh, jetzt wird das Wetter schlecht. Ich glaube das jetzt irgendwie nicht. Great White. Hat er uns ein Schlawittchen immer noch? Ja, hat er uns gehabt. Oh, nochmal. Jetzt macht er sich richtig an uns zu schaffen. Wie sieht's bei uns aus? Das können wir noch schaffen, Leute. Aber wir müssen ihn jetzt kalt machen. Das nützt alles nichts. Wir müssen jetzt voll offensiv raufgehen. Oh, Alter, darf ich jetzt mal wieder hoch? Egal, komm, wir müssen weitermachen. Das hilft alles nichts. Wir können uns da jetzt nicht von ihm verstecken. Jetzt haben wir ihn. Den großen weißen Megalodon. Was ist jetzt einfach so weg? Ist er jetzt einfach so weg? Okay, Freunde. Der Megalodon ist down. Ups. Oh, was ist das denn? Aircraft-Ruder. Okay, cool. Brauchen wir das? Okay, Leute. Ich muss Schluss machen für heute. Ich muss denn jetzt das nächste Mal jetzt zur Insel segeln. Denn unsere Lebensenergie ist nicht mehr ganz so Bombe. Wir müssen uns irgendwie retten. Bis zum nächsten Mal.